Es ist eine ganz normale Stunde, bis der Lehrer Jans Heft sieht und total entsetzt liest: Mein Glas ist genauso größer wie das von Max. Falls ihr sein Entsetzen teilt, seid ihr hier schon mal richtig. Für alle anderen, aufgepasst! Denn heute lernt ihr etwas über Vergleiche mit Adjektiven. Viel Spaß dabei! Auch im Englischen kann man Sachen miteinander vergleichen. Man kann also ausdrücken, dass Dinge gleich oder unterschiedlich sind. Wie das Ganze geht, seht ihr jetzt. Als erstes kommt der Vergleich von gleichen Sachen. Dazu ein Beispiel. The yellow car is as fast as the red one. Also, das gelbe Auto ist genauso schnell wie das rote. Bestimmt ist euch aufgefallen, dass man dazu etwas Neues im Satz braucht, nämlich das as und nochmal das as. Dabei steht as nicht für Hintern, sondern für genauso, in diesem Fall schnell wie. Merkt euch einfach, dass ihr das Adjektiv unverändert zwischen das doppelte as schieben müsst, um die Gleichheit mehrerer Dinge auszudrücken. Soweit so gut, läuft doch wie geschmiert. Weiter geht's mit der Ungleichheit. Da fragt ihr euch am besten erst, will ich jetzt nur sagen, dass es ungleich ist oder will ich den Unterschied zeigen? Für alle, die sich nicht entscheiden können, machen wir beides. Erstmal wollen wir sagen, dass es ungleich ist. The blue car is not as fast as the red one. Na, schon gemerkt, was hier passiert ist? Es wurde einfach ein not vor das as geschoben. Es ist nicht nur easy zu sagen, dass etwas gleich ist, sondern auch zu zeigen, dass etwas ungleich ist. Aber Vorsicht, nicht zu früh freuen. Hebt euch das lieber bis zum Ende auf, denn es geht genauso leicht weiter. Vorausgesetzt, du hast unsere Videos zur Steigerung von Adjektiven gesehen. Wenn nicht, solltest du kurz stoppen und danach weiterschauen. Jetzt braucht ihr nämlich die erste Steigerungsform, den Komparativ. Zur kurzen Wiederholung, in unserem Beispiel ist der Komparativ von fast, faster. Also schnell, schneller. Bleiben wir bei dem Beispiel und sagen, dass das rote Auto schneller als das grüne ist. The red car is faster than the green one. Die Ungleichheit wird mit dem Komparativ plus dem Wort than ausgedrückt. Das Wort kann man mit als übersetzen. Beachtet dabei, dass than mit a etwas anderes als than mit e ist. Das mit a braucht ihr immer bei Vergleichen. Denkt auch dran, dass der Komparativ immer unterschiedlich aussieht. Bei Adjektiven, die mit more gesteigert werden, kommt das more noch mit vor das Adjektiv. So, jetzt kommt der letzte Punkt. Der Superlativ wird immer dann genommen, wenn etwas das Maximum ist. Also beispielsweise, the purple car is the fastest one. Es gibt keins, was schneller ist. Fast geschafft! Fassen wir alles zusammen. Ihr wisst jetzt, wie man Gleichheiten und Ungleichheiten ausdrücken kann. Bei Gleichheiten benötigt ihr das Wort as. Es kommt einmal vor und einmal hinter die Grundform des Adjektivs. Bei einfachen Ungleichheiten nehmt ihr noch das Wort not hinzu. Wenn ihr sagen wollt, in welchem Merkmal sich Dinge unterscheiden, braucht ihr den Komparativ plus das Wort than. Hi, hier ist Nico von Simple Club. Hast du auch keinen Bock mehr drauf, dich durch tausende Videos durchzuklicken, bis du genau das gefunden hast, was du jetzt gerade brauchst? Dann check unbedingt die Simple Club App ab. Alle Inhalte für deine Klassenstufe perfekt sortiert. Wir haben viel mehr Inhalte als auf YouTube und die gehen auch noch viel tiefer ins Detail. Wenn du Bock drauf hast, dann klick jetzt hier und hol dir die App.